Hallo und herzlich willkommen zum Toni Outdoor Gear. Im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie man Brot ohne Strom backen tut. Bleibt dran, es geht gleich weiter nach dem Intro. Für das heutige Rezept brauchen wir 250 Gramm Mehl, halbe Hefe, 250 Milliliter lauwarmes Wasser und so halber Teelöffel Salz. Jetzt tun wir das alles zusammen vermischen. Wie gesagt, ungefähr halbe Hefe. Und dann brauchen wir ungefähr halbe Teelöffel Salz. So. Und es ist ganz wichtig, dass wir circa, also 250 Milliliter lauwarmes Wasser haben. Wichtig ist, dass wir das nicht auf einmal rein tun, einschenken, sondern Step by Step. So, jetzt tun wir das hier ein bisschen von alles schön verrühren, vermischen. So, und jetzt geben wir langsam das lauwarme Wasser. Ich versuche es am Anfang ein bisschen mit der Gabel zu verrühren. Dann geben wir noch ein bisschen Wasser. Aber nicht zu viel rein. So. Tu noch ein bisschen rein. Ich habe noch ein bisschen Mehl dazu gegeben, so einen Suppenlöffel, damit ich besser umrühren kann oder beziehungsweise besser kneten kann. So, wenn wir das jetzt alles schön vermischt haben. So, jetzt decken wir das zu und lassen es ungefähr für 20 bis 30 Minuten stehen, damit das Teig ein bisschen arbeiten kann. So, wir sehen uns. Bis gleich. So, jetzt habe ich mir Folgendes vorbereitet. 5 Kerzen, so einen Palatschinkenpfanne. Und da habe ich ein bisschen Olivenöl drauf gemacht. Ich werde gleich die Kerzen, die Teelichter werde ich gleich anzünden und werde versuchen, Fladenbrot mit Teelichter zu backen. Bis gleich. So, jetzt habe ich die Teelichter angemacht. Jetzt nehmen wir diese Pfanne. Da ist ein wenig Olivenöl drauf. Wir lassen sie mal drauf und jetzt lassen wir sie mal warm werden. Bis gleich. So, wie ihr sehen könnt, ich habe mir hier mit Teelichter die Abstände ein bisschen höher gestellt, damit mir die Kerzen nicht immer ausgehen, die Teelichter. Man spürt schon langsam Wärme. Wir haben schon 76 Grad. Also ich werde jetzt gleich mir ein bisschen Teig nehmen und versuchen, ein Fladenbrot draus zu backen. Mit Teelichter. So, jetzt legen wir den kleinen Fladen hier drauf. Ich drücke das jetzt ein bisschen zusammen, damit es dünner wird. Es ist schon heiß. Schauen, dass es eingeölt ist. Und schauen jetzt, was passieren wird. Ich stoppe jetzt gleich die Zeit. Bis gleich. Ob wir das schaffen, mit Teelichter zu backen. Hier ist 23, jetzt schauen wir mal, wie viel Grad. 53, 68, 54, also unterschiedliche Temperaturen.
So, jetzt decken wir es nochmal zu. Ihr seht hier. Und lassen wir einfach zu. Und schauen, wie lange wir brauchen, bis es fertig ist. Wir sind 10 Minuten rum. Schauen wir mal, was hat sich getan. 43, 41. Ich werde den Deckel nicht mehr wegmachen. Und zwar aus dem Grund, dann verliere ich einfach an der Wärme, an der Hitze. Und dann dauert es viel länger. Ich werde jetzt ungefähr noch 10 Minuten warten, dann werde ich es wenden. Dann schauen wir mal, ob es eingebrannt ist oder ob es noch gut ist. Bis dann. Machen wir schnell kurz auf und schauen, es ist warm. Jawohl. Wir haben 96 Grad. Jetzt werde ich es versuchen zu wenden. Ich brauche nur eine Gabel, dass ich mich nicht verbrenne. Und drehen es kurz. Also es ist schon ein wenig fest. Und wir machen es schnell wieder zu. Und mal sehen, wie lange wir brauchen, bis wir unsere Fladenbrot fertig haben. Also wie gesagt, man sollte den Deckel nicht so oft aufmachen, weil sonst verliert man immer die Hitze. So, hier sind wir bei 20 Minuten angekommen. Wir haben noch immer 52 Grad. Ich lasse es jetzt mal noch 20 Minuten auf einer Seite und 20 Minuten auf der anderen Seite und dann schauen wir mal, ob es vielleicht schon genießbar ist. Also wie gesagt, jetzt sind wir bei 20 Minuten. Ich habe es bis jetzt einmal gewendet. Nach 20 Minuten werde ich es noch einmal wenden und schauen, was hier vielleicht hier auch helfen würde, wenn man die Teelichter schon vorher, vielleicht 10 Minuten vorher anmacht und einfach vorwärmt. Ich mache das jetzt hier in der Küche. Das kann man auch irgendwo anders machen, wenn es hier zum Beispiel keinen Strom gibt. Man kann damit quasi kochen und sich erwärmen oder den Raum warm machen. Aber wie gesagt, ihr müsst aufpassen, Vergiftungsgefahr, Gefahr irgendwas in Brand anzustecken. Bitte seid vorsichtig, benutzt es auf eigene Gefahr. Benutzt einen Kohlenmonoxidwarner, CO2-Warner. Tut bitte ausreichend lüften. Seid bitte vorsichtig. So, in 20 Minuten sehen wir uns nochmal. Kurze Info, nach einer Minute habe ich unten noch zwei Teelichter angemacht, um einfach mehr Hitze zu haben. Schauen wir mal, wie lange es dauert. Vielleicht auch hierzu, wenn man sieht, hier quasi, da sind überall Löcher. Wenn man einen richtigen Deckel drauf machen würde, dann würde das schneller gehen. So, jetzt haben wir quasi einen Deckel getauscht und schauen, ob es jetzt so ein bisschen schneller warm wird. So, wir warten wie gesagt 20 Minuten, dann schauen wir, wie es auch. Schauen wir mal, hat das jetzt überhaupt was gebracht? Also deutlich besser, wenn man so einen Deckel nimmt, wo komplett abdeckt, haben wir gleich deutlich mehr Grad wie vorher. Ich schätze mal, es wird wahrscheinlich funktionieren. Schauen wir mal, wie lange es noch dauert. Jetzt tun wir es einmal kurz wenden. Ja, ist heiß. So. Und machen den Deckel wieder drauf. Und schauen, was wieder in 10, 15 Minuten passieren tut. So, für euch wird es jetzt schnell gehen, für mich wird es ein wenig Zeit dauern. Bleibt dran und es geht gleich weiter. So, jetzt sind wir bei 50 Minuten angekommen, jetzt werden wir es einmal wenden. Also ihr seht es, es ist recht heiß, 120 Grad. Jetzt werden wir es einmal drehen. So. Und lassen es weiter und schauen, ob wir mit Teelichter uns Fladenbrot backen können. Also ich werde vorschlagen, noch Minimum 20 Minuten, dann sind wir bei 1 Stunde und 15 Minuten. So, bis dann, bleibt dran.
So, jetzt sind wir gerade bei 1 Stunde und 34 Minuten. Ich habe sie noch zweimal gewendet und ich werde sie jetzt mal herausnehmen und probieren. Es ist heiß. So, so sehen die aus. Also 1 Stunde 36, 37 Minuten. Ich nehme sie jetzt weg und schaue mal, wie sie schmecken. So sehen die aus und wir tun sie gleich probieren. Also nach 1 Stunde und 40 Minuten sehen die Fladen so aus. Ich tue sie mal zudecken und dann tun wir sie gleich mal verkosten. Auf jeden Fall müsst ihr aufpassen, ihr dürft die Teelichter nicht zu nah aneinander stellen, sonst könnt ihr Wachsbrand bekommen und das könnt ihr, also das ist sehr, sehr schwer zu löschen. Da müsst ihr aufpassen, da könnt ihr eure Wohnung, Haus in Brand setzen, ihr könnt euch ins Lebensgefahr bringen und andere. Da müsst ihr bitte aufpassen, informiert euch gut, wie man das benutzt. Ihr müsst schauen, dass ihr genügend Abstand habt zwischen diese Teelichter und am besten habt ihr auch einen Feuerlöscher, der für sowas geeignet ist, parat, wenn irgendwas sein sollte, damit ihr löschen tut. Mit Wasser würde es löschen nicht gehen, das wird dann nur noch schlimmer. Da müsst ihr aber bitte wirklich aufpassen. Aber auf jeden Fall, ich wollte jetzt nur kurz zeigen, also wenn man sieht, mit dem Einhitzen über 1 Stunde und 40 Minuten haben wir jetzt gebraucht für diese sehr dünne Fladen. Und ich hoffe, dass die durch sind. Also die sehen sehr gut aus, aber ob sie durch sind, das weiß ich nicht. Werde ich es jetzt mal probieren. Schauen wir mal. Ich tue sie brechen. Oh, die sind noch heiß. So sehen die aus. Tu mal was probieren. Sind durch. Probieren wir ein bisschen mit Speck. Ja, muss ich sagen, schmeckt mir richtig lecker. Sind durch. Vielleicht nächstes Mal sollte ich ein bisschen weniger Olivenöl drauf tun. Nur zwei, drei Tropfen. Aber, also die sind nicht zu hart. Und schmecken richtig lecker. Der große Fladen sieht auch so aus, er ist noch heiß. Also sieht richtig lecker aus. Ich werde ihn zudecken, dass er weich bleibt. Das ist auch wichtig. Wenn er es zubereitet hat, nimmt am besten irgend so ein Küchentuch und tu den einfach für ein paar Minuten einfach so zumachen, damit der nicht feucht wird, damit er schön weich bleiben kann. Also es hat gut funktioniert. Es dauert halt seine Zeit, aber ich wollte euch nur zeigen, dass man auch mit Teelichter kochen kann zur Not. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Spiritusbrenner, Espitkocher, man kann sogar mit dieser Brennpaste was Restaurants benutzen für die Platten, um sie warm zu halten. Ich habe welche mal gekauft vor ein, zwei Jahren beim Metro für 99 Cent. Und die brennen 5 Stunden. Also mit so einer Brennpaste kann man auch Essen zubereiten. Es dauert halt seine Zeit, aber es ist möglich. Und gleichzeitig, man tut sich erwärmen. Also der Raum ist also sehr, sehr warm geworden. Also deutlich wärmer wie alle anderen Räume, weil wir heizen nicht. Also noch einmal, mit 7 Teelichter hat es gut funktioniert. Es hat halt 1 Stunde und über 40 Minuten gedauert. Die Fladen waren dünn, zum Not, vor längerem Stromausfall, längere Stromabschaltungen, Blackout, kann man sich ein wenig weiterhelfen oder in anderen Situationen. Also ich wollte nur zeigen, dass es mit Teelichter auch geht, aber halt, es dauert länger. Wie gesagt, nochmal, bitte aufpassen, bringt euch nicht in Gefahr. Ihr müsst stets aufpassen, wenn ihr mit Feuer oder mit Gas oder mit irgendwas anderes hantiert, damit ihr euch
oder andere nicht in Gefahr bringt. Deswegen würde ich immer empfehlen, wenn es CO2-Warner, Kohlenmonoxid-Warner habt, ein Feuerlöscher parat, damit ihr eventuellen Brand löschen könnt, tut gut lüften und hoffentlich werden wir das für solche Ernstfälle nie brauchen, dass sie auch nie eintreten, aber wie gesagt, lieber wissen, dass es geht, wie eintreten und man kann sich selber nicht helfen. Deswegen werde ich ein paar Videos auf dieses Thema machen, weil wenn ihr in Medien schaut, man redet nur von Blackout, Stromabschaltungen, irgendwelche Krisen. Und deswegen mache ich diese kleinen Filme, zum zeigen, es gibt Möglichkeiten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie bitte in die Kommentare, ich werde sie beantworten. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Toni. Ciao!